unbeschreiblich. Man hat es vielleicht gesehen ein bisschen. Ich war ein bisschen nervös zu Beginn. Aber dann gut ins Spiel reingekommen. Es war einfach auch die Atmosphäre, die Fans, alles hat gepasst. War echt ein richtig cooles Erlebnis. Unbeschreiblich. Man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man überlegt, vor 5 Jahren, da hätte ich mir das niemals vorstellen können, dass ich mal im Ausland im Europapokal spiele und da die Fans hinter mir meinen Namen singen, weil ich Bälle für frisch auf Göppingen halte. Das ist einfach unvorstellbar für mich. Ja, war ein extrem wichtiger Sieg. Wir haben noch wichtige Spiele gegen Lissabon und Montpellier zu Hause, beide. Und dafür hat sich heute gegolten, vorzubereiten und auch auf die nächsten Spiele hinsichtlich der Bundesliga, die jetzt am Donnerstag kommen werden, war das ein richtiger und wichtiger Wegweiser. Genau. Das ist ganz klar wichtig, aber das war auch wie erwartet. Wir wussten heute, dass wir sind eine viel bessere Mannschaft und wir sollten einfach hier kommen, unsere Sachen machen und dann ist jetzt wieder Fokus am Donnerstag. Nee, also wir wissen, wir sind viel besser und ja, vielleicht haben sie erste Reihe können mithalten die ersten 5 oder 10 Minuten und dann müssen sie wechseln und ja, wir sind viel besser trainiert und ja, das ist ganz klar. Nee, gut eigentlich. Heute war auch perfekt, also 30 Minuten, dann sind die Körper jetzt wieder da und ja, kennst diesen Gefühl wieder man trainiert und spielst, so nee, gute Reaktion. Die Hinrunde war ganz schlecht und ja, jetzt fängt wir an, neu. Jetzt hat Markus ein bisschen Zeit bekommen und ja, wir gehen dahin und wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen, dieses Jahr auch und gucken wir, wie es läuft.